nicht so kalt. Also wir sitzen jetzt am richtigen Gleis, haben das Ticket gekauft und warten jetzt noch auf unseren Zug. Um 32 nach kommt der. Keine Ahnung, wie viel Uhr wir jetzt gerade haben. 19. Nach schon. 19. 19 nach, also kommt gleich. Dann müssen wir gleich so 12 Minuten fahren. Und dann sind wir auch vor Ort in Fukushima. Okay, wir sind jetzt angekommen bei unserer Gastfamilie in Fukushima. Traditionelle Familie. Die haben auch so einen Tisch, wo man sich auf den Boden setzt. Das ist voll krass. Wir haben es noch ziemlich früh, weil wir so früh hier schon angekommen sind. Wir haben hier auch so einen Schrein direkt im Essensbereich. Und hier werden wir uns wahrscheinlich niederlassen und ein bisschen unser Bett noch ein bisschen aufbauen. Ja, manche Leute wollen jetzt schon schlafen, was ich mir nicht so nachvollziehen kann. Hier steht unser ganzes Gepäck rum. Genau, und ja, ich glaube, halt geht es noch ein bisschen ab. Aber jetzt müssen wir erst noch bis 9 Uhr warten. Dann geht es, glaube ich, los. Also wir schauen uns hier mal vorbei beim Einradclub. Also ich bin echt mal gespannt. Also ich habe das mir letztes Jahr schon mal angeschaut. Mal schauen. Konnichiwa. Also es ist irgendwie diesmal ein bisschen komische Halle. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Vielleicht ist heute auch irgendwie so eine Vorstellung oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Also wir sind jetzt im Einradclub. Unicycle Club. Genau. Mini-Kamera. Okay. Genau. Und jetzt sehen wir hier eine Performance. Jetzt sehen wir eine Performance hier. Und ich bin schon mal gespannt. Also keine Ahnung. Jetzt drehen wir das mal um. Also sie schauen hier alle auf die Kamera. Und es wird, glaube ich, ganz lustig. Okay. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Go, go. Showtime, Showtime. Okay, jetzt ist Showtime. Wir lehnen uns jetzt hier zurück und schauen uns die Show einfach ganz gechillt an.
Zehn Geld. Zehn Geld. Ja. So, also die Performance ist jetzt zu Ende. Ich fand die sehr gut. Und jetzt machen wir noch ein Gruppenfoto. Okay. Schauen wir uns noch die letzte Performance an. Spezialperformance. Okay. Jump. Jump. Okay. Die Performance ist jetzt vorbei, wie ihr gesehen habt. Also ich fand sie mega geil. Und jetzt schauen wir mal, was heute noch so geht. Wir haben es noch ziemlich früh. Ey. Wir haben uns jetzt ungefähr noch 20 Minuten von allen Leuten verabschiedet und alle möglichen Ansagen gemacht. Also jetzt haben wir es dann auch tatsächlich doch noch geschafft, ins Auto zu kommen. Jetzt fahren wir nach Hause und wir schauen, was heute noch abgeht. Also wir haben Karaoke schon organisiert und Fotobox, Recruiter. Genau, das müssen wir auf jeden Fall alles machen. Das ist unser Standardprogramm. Und dann schauen wir, was wir noch extra Zeugs machen können, weil das ist natürlich uns noch ein bisschen zu wenig, oder? Ja. Jetzt gehen wir wieder rein nach Hause. Ah, da ist schon doch jemand da. Tadaima. Also wir schauen uns gerade ein bisschen Baseball an. Baseball? Genau. Das ist ein Championship-Game von so Highschool-Leuten. Und das ist anscheinend mega interessant, keine Ahnung. Eigentlich haben wir jetzt nicht so viel Bock drauf. Aber wir können hier irgendwie nicht wegbewegen. Wir sitzen wirklich alle. Ja, keine Ahnung. Wir hoffen, es ist bald zu Ende. Wir sind jetzt im Sushi-Restaurant angekommen. Und ich glaube, jetzt wird es richtig lustig. Das ist wieder so eins mit so einem Rollband. Da kommt es nämlich hierher gerollt. Und man holt da einfach das Sushi hier direkt raus. So ungefähr. Und dann tut man sich hier hin. Und isst es dann auch. So läuft es. Das ist eigentlich ganz einfach. Hier gibt es noch wieder das kostenlose Wasser, wie immer. Schauen wir mal so, wie die Stimmung hier so ist. Also wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Es war sehr gut. Wir sind jetzt am Matsuri Festival. Ja, wir mussten hier unsere Familie ein bisschen überreden, dass die mitkommen. Die waren alle schon ein bisschen am Arsch, obwohl wir eigentlich am Arsch sein sollten. Wir sind total fit. Sind wir irgendwie nicht. Ja, auf jeden Fall, der Rest von denen ist pennen. Und ja, jetzt schauen wir mal, was für ein Festival abgeht. Ja, es ist mega ländlich. Ich glaube, es wird richtig lustig. Vielleicht können wir mal wieder so einen Schrein tragen oder so. Ah, oh, das wäre natürlich nice, wenn wir irgendwas mitmachen könnten. Also wir versuchen hier irgendwas Geiles zu organisieren. Stimmt, das sind so Trommeln und so, gell? Auch. Also wir versuchen irgendwas zu organisieren hier. Ich glaube, es wird lustig. Wir nutzen auf jeden Fall unsere Zeit hier. Hier ganz vorne einzureihen. Wir haben sogar so ein Schild bekommen. Wir sind ganz vorne in dieser Art Bolognese fast. Und wir machen alle den gleichen Tanz. Wir sind ganz vorne. Wir sind bei den VIPs jetzt dabei. Und es macht mega Bock. Richtig lustig, wie man hier einfach reingerät. Normalerweise. I am Takumi Sato. Aha. You? I am Wataru Sato. YouTube Name. Sataku Senpai. Okay. Mittlerweile vergrößert sich der Kreis hier immens. Richtig geil. Wir sind hier immer noch bei den VIP-Leuten dabei. Mal schauen, wie lange es hier noch geht. Das ist richtig geil. Wir haben jetzt anscheinend hier den Hauptgewinn gewonnen, den Ramen. Und ja, das ist schon ganz lustig. Irgendwie einfach so sind jetzt Nudeln drin im Paket. Und ja, das haben wir jetzt bekommen für unseren Ultra-Mega-Einsatz in dem Festival hier. Und ja, hier sind noch ein paar Leute, die was sagen wollen. Also wir sind jetzt wieder an unserem Lieblingsplatz. Ja, Karaoke war. Genau. Ja, nice.